Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Herr Vorsitzender, bedeutet die Bildung einer freien Stadt Ihrer Meinung nach, dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird? Und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen? Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Sondern? Nun ja, es handelt sich vielmehr um eine Raumbegrenzungseinheit mit den Maßen 3,60 Meter mal 1,20 Meter mal 155.000. 155.000 was? Meter. Also das klingt für mich schon sehr nach einer Mauer. Ja. Da erlauben Sie mir höflich, dass ich Sie korrigiere, junger Mann. Eine Mauer wäre es, wenn es sich um eine absolut undurchdringliche, beidseitige Barriere handeln würde. Und das ist es nicht? Nein. Denn wir haben vor, auch eine Tür zu verbauen. Und dadurch ist es dann was? Ich würde hier von einer Art Raumtrenner sprechen. Ein 155 Kilometer langer Raumtrenner. Mit Tür, der wir sogar einen Namen geben möchten. Wir dachten an Charlie. Die Tür in der Mauer heißt Charlie. Raumtrenner, nicht Mauer. Und durch diese Tür kann man dann quasi jederzeit auf die andere Seite des Raums. Nein, das ist leider nicht möglich, da wir vermuten, dass unser Raumtrenner mit großer Wahrscheinlichkeit von den Westbürgern der Stadt auf eine Art und Weise bemalt und verunstaltet wird, die mit den ästhetischen Vorstellungen unserer sozialistischen Bürger nicht zu vereinen ist. Wieso das denn? Und wenn man trotzdem auf die andere Seite möchte? Nun, dann werden Sie entweder verhaftet, für immer weggesperrt, von den Selbstschussanlagen getötet oder auf dem unserem Raumtrenner vorgelagerten Minenstreifen mit beeindruckender Präzision in die Luft gesprengt. Aber ich versichere Ihnen noch einmal, niemand, wirklich niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Und nur das sollten Sie sich für Ihre Artikel notieren. Einen schönen Tag noch. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Ich verstehe Ihre Frage so, dass es Menschen in Westdeutschland gibt, die wünschen, dass wir die Bauarbeiter der Hauptstadt der DDR mobilisieren, um eine Mauer aufzurichten, ja? Mir ist nicht bekannt, dass solche Absicht besteht, dass sich die Bauarbeiter in der Hauptstadt hauptsächlich mit Wohnungsbau beschäftigen und ihre Arbeitskraft voll eingesetzt wird. Niemand hat die Absicht, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Niemand hat die Absicht, deine Mauer zu errichten.
Wieder ziehen wir auf Wach und fröhlich erklingt ein Lied im Grenzgebiet. Ja, wir fahren nach Haus. Ja, wir fahren nach Haus, oh ja. Nun ist es vorbei, wir kommen nie wieder zurück. Der fremde Mann aus dem Osten gab mir diesen fingerlangen Gewindestab. Aus grau beschlagenem Chromnickelstahl, dieser Bolzen hier, sagt er, war einmal. Verschraubung an dem Zaun aus Streckmetall, der hinter der Grenze fast überall als die letzte unnehmbare Hürde galt. Und den Bolzen, den löst du nicht mit Gewalt und auch nicht mit Geduld und auch nicht mit List, weil er einmal verschraubt nicht zu lösen ist. Ich gebe ihn dir, sieh ihn dir gut an, es kleben Tränen und Blut daran. Diesen Worten ließ er mich stehen, ungläubig begann ich daran zu drehen. Und langsam wurde es mir unheimlich, die Muttern an den Händen drehten sich. Doch sie drehten ins Leere oder drehten mit, das Gewinde fasste einfach keinen Tritt. Ich zog, ich drückte, ich versuchte es nochmal, dieser Bolzen war einfach teuflisch genial. Ich begriff diesen Stab mit den Rundkappen drauf, krieg keinen Schraubenschlüssel der Welt wieder auf. Ich hielt ihn in der Hand zur Faust geballt und bei dem Gedanken überlief es mich kalt. Wie manche Flucht dann gescheitert sein mag, wo die Freiheit schon zum Greifen nahe lag, wo das Sperrgebiet schon überwunden war und Signalzaun und Todesstreifen sogar. Die Patrouille vorbei, sie waren immer zu zweit. Und die Wache im Turm in der Dunkelheit, die Maschinenpistole in Anschlag gebracht und ihre Ferngläser durchforschen die Nacht. Da blitzen Scheinwerfer auf, plötzlich alles taghell und Rufe und Schüsse und Hundegebell. Hinter Sperrgraben Minen Stacheldraht verhauen, im Lichtkegel gestrandet am letzten Zaun. Und ich fragte mich, hinter welcher Stirn, in welchem bösen, kranken Hirn wohl dies teuflische Patent entstand und wer gab den Auftrag, dass man es erfand? Wer hat es gezeichnet und wer war der Schmied und wer war in der Kette das letzte Glied? Wer hat es geprüft und wer hat es verschraubt? Hat er sich drum geschämt, hat er daran geglaubt? War es Menschenverachtung ohne Hehl? Und wer hat still gehorcht und wer gab den Befehl? Wie auch immer die Antwort sein mag, mir war klar, dass es wieder ein Meister aus Deutschland war. Ich hab mit dir gelebt mein ganzes Leben. Ich kenn dich in- und auswendig, scheint mir. Und all meine Erinnerungen verweben sich ganz mit deinem Namen und mit dir. Sie sagen, du tust gut, ich glaube eher. Du rührst mich, wühlst mich auf, wenn ich dich seh. Du triffst mich tiefer, du gehst mir viel näher. Du tust mir weh. Du tust mir weh. Du malst dich an mit grellen, bunten Farben. Sie schminken dich mit Oberflächlichkeit.
aber ich sehe jede deiner Narben und alle Schatten der Vergangenheit. Vergessen und verraten und geschunden, wenn ich hinter deine Fassaden sehe, ist mir Salz, spürt ich jede deiner Wunden. Du tust mir weh. Staatsmann und Hinterbänkler, alle kamen mit großen Sprüchen und mit Prunk und Pracht. Und alle schmückten sich mit deinem Namen und gingen wie die Diebe in der Nacht. Es schmerzt zu sehen, wie sie dich missbrauchen für jede Lüge, für jedes Klischee, um ihren Phrasenleben einzuhauchen. Du tust mir weh. Du tust mir weh. Fast alle meine Freunde sind gegangen. Gewiss, manchmal verstehe ich sie gut. Ich habe nur zu sehr an dir gehangen, mit meiner Trauer und mit meiner Wut. Wie oft verlasse ich dich in Gedanken und komm kleinlaut zurück, bevor ich gehe. So stiehlt man sich nicht vom Bett eines Kranken. Du tust mir weh. Mir weh. Du hast mich um ein Stück Freiheit betrogen, mich, der nichts Teureres als Freiheit weiß. Doch immer hat es mich zu dir gezogen, vielleicht kenne ich darum ihren Preis. Dich, du Stadt mit allen Schmerzen, und trage halt, wohin immer ich geh, einen Splitter von dir in meinem Herzen. Du tust mir weh. Berlin tut weh. Als Ulbricht starb oder im Sterben lag, da waren die Weltfestspiele in Ostberlin. Die Jugend der Welt war zu Gast bei einer Jugend, die nicht in die Welt durfte. Das passt ja mal wieder. Und Ulbricht lag also im Sterben und gehässig, wie die DDR-Bürger waren und die Berliner besonders giftig, gab es natürlich giftige Witze, wie die Bonzen der Parteiführung alle um das Sterbebett rumlümmeln und sich belauern, Diadochenkämpfe, sagt man. Also wer wird Nachfolger, wer übernimmt die Macht? Honecker in irgendeiner Ecke, dann Krenz vielleicht. Und Willi ist doof, Willi Stoff nannten wir immer, Willi ist doof. Und alle, und steckt den Zettel schnell in seine Tasche. Und diese anderen Lichtgestalten des Politbüros belauern das ja und sehen das. Und dann kommt Honecker und sagt, Willi, was hast du da eben in deine Tasche gesteckt? Nein, ich habe nichts immer da. Und da greift Honecker ihm in die Tasche und zieht den Zettel natürlich raus und liest, da steht drauf, Willi, du stehst auf meinem Sauerstoffschlauch. So herzlos, so undankbar waren die Untertanen im Feudalsozialismus.